Warum sind eigentlich so viele Lurker unterwegs hier? Zum Glück bin ich jetzt stark genug, die Viecher zu killen. So. Im Moment sieht es hier ganz sicher aus, aber... Ja, da muss ich ja eigentlich nicht hier hin. Ich gehe einfach mal schnell hier hin und sag den Viechern Hallo. Oh, das darf ich nicht essen. Und was hier mit ein bisschen Fisch. Ach komm, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch essen darf, weil ich glaube, dass ich nachher vielleicht noch mehr als nur 100 gebratenes Fleisch hergeben muss. Möglicherweise. Oh Mann. Er macht einfach keinen kritischen Treffer. Wenn er einen machen würde, wäre das Vieh tot. Aber nein. Er lässt sich hier von den Scheißviechern verarschen. Seht euch das mal an, jeder. Nee, kein Bock mit so viel verlorenem Leben da jetzt weiterzumachen. Warum machten die denn... Warum das... Die Wahrscheinlichkeit, dass er einen kritischen Treffer macht, ist... 1 zu 2. Das heißt, bei 3 Schlägen müsste mindestens einer kommen. Gut, das war jetzt nicht so schlecht. Das war auch ganz okay. Aber... Ah, Lurker, stopp! Aus! Verzieh dich! Verschwinde! Und du, verrecke, du Mistvieh! Ich verzweifle noch. So. Jetzt habe ich schon wieder so viel Leben verloren, aber egal, jetzt sind wenigstens alle tot. Boah, wie ätzend. Puh. Wie ich mich hier durchschlachte, stell dich jetzt mal vor, ich hätte die Ring des Wassers Rüstung nicht an. Boah, schon wieder. Wollt ihr mich eigentlich nerven? Ja, komm her. Na los! Hör auf zu tanzen! Hör auf damit! Schritt nach vorne, Schritt nach rechts, Schritt nach links, Schritt nach rechts. Okay, das ist jetzt doof. Zum Glück schadet mir das irgendwie nichts. Aua! Toll! Danke! Danke, du Missgeburte! Oh nein! Wo bin ich denn jetzt wieder? Sag bitte nicht, dass ich wieder ganz da hinten bin. Fick dich! Fick dich einfach. Jetzt reicht's aber langsam. Da, Trank, volles Leben. Jetzt gibt's Kloppe. Aber richtig. Komm doch her, Mistvieh. Wow, ich bin der beste Bogenschütze auf der Welt. Toll. Dann kann das Ding sogar one-hitten. Aber nein, er trifft halt nie. Hör auf zu rauen, ich bin ganz hier hinten, Mistvieh. Ja, okay, auf die Entfernung triffst du eh nicht. Gut, toll. Ich kann die Viecher mit dem Bogen one-hitten, aber er hat eine mein Typ hat eine Reichweite von 2 mm. Auf die Entfernung trifft er halt schon nicht mehr. Spitzenbogenschütze bin ich. Ja, jetzt dreh dich doch zu dem Lurker um. Die Blutfliege macht doch eh keinen Schaden. Der Lurker haut 20 Mal drauf. Ah. Verpiss dich! Oh Gott! So. Wo ist jetzt der Lurker hin? Ah, hier. Gut, das war jetzt wenigstens schon ein bisschen besser als vorhin. Gott, wie stressig. Hallo. Ja, Kritscher, danke, danke. Danke und tschüss. Ja, spring halt fröhlich rum. Das wollte ich überhaupt nicht. Ja, komm, ab ins Wasser mit dir. Auch wenn du ein Lurker bist, hast du auch im Wasser keine Chance. So. Oh, guck mal, ich habe jede Menge Heilkräuter, die kann ich verputzen. Und wie viel Feldknöterich habe ich eigentlich? Wow, 23.
Lebensenergiebonus 5. Das wäre so eine Verschwendung, die einfach so zu essen, weil die so wertvoll sind. So. Oh, jetzt Scavenger, die habe ich auch ewig nicht gesehen. Okay, ich glaube, das hier ist der bestmögliche Weg in die Burg. Und wie viel... Oh, es ist 8.02 Uhr, wow. Ich sollte jetzt eigentlich langsam echt in der Burg sein. Also komm her, Lurkerlein. Ich metze dich nieder. Ja, ja, die Blutfliege, dir schenke ich gar keine Beachtung, ey. Los, komm her. Einfach die Blutfliege ignorieren. Komm. Wenn du unbedingt eine drauf willst, gute Nacht. Dahin hat's Wölfe, aber naja. Nicht zu holen. Was zum Teufel? Wie viele Scavenger sind das denn? Das sind 8 oder 9 Stück. Okay, und mit dem will ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt anlegen. Also werde ich jetzt von hier aus ungefähr zur Burg spazieren. Das sollte eigentlich ganz okay sein. Shit, jetzt habe ich auch noch auf zu 2 gespeichert. Das war gar nicht meine Absicht. Aber irgendwo hier hinten müsste... Na? So. Also du nervst mich nicht mehr, klar? Ach, egal. Um den Scheiß kümmere ich mich irgendwann mal. Hier alles einzusammeln. Viecher überall. Nerv, nerv. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Toll, jetzt rennen sie mir alle gleichzeitig hinterher. Ja, hallo, ich sehe keine Lebensanzeige wegen Fraps. Also, lasst mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon halb tot bin oder doppelt tot. Nicht zu. So. Okay, irgendwo da hinten ist der Rambock. Warte mal, den einen Wolf hier kann ich auch noch erledigen. So. Du nervst mich auch nicht mehr, klar. So, die Blutfliegen lassen wir mal alle im Leben. Oh, hallo Feuerkraut. Die schnappen wir uns vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht. So, und jetzt haben wir es doch, oh Gott, ganz gut geschafft. Und jetzt sollen wir da durchsprinten, was? So nah an die Orks ran wie möglich und dann sprinten oder rennen oder was auch immer. Wir haben keinen Renntrank, genau. Geschwindigkeitsrank, also müssen wir versuchen, ja. Oh. Ach du Scheiße, sie haben mich gesehen. Aber ich will sehen, was da drin ist. Auch wenn da jetzt noch mehr kommen. Eine Flammenzunge und eine Reptilienhaut. Haha. Ihr schlagt nicht mal zu, denn ich habe geladen. Gut. Okay. Meine Aufgabe ist übrigens nicht, mich mit den Orks anzulegen. Ich soll wirklich nur flüchten. Also so nah an die Orks ran wie möglich. Hallo, kommt her. Ach du Scheiße. Wow. Oh Gott, Hilfe. Ich laufe lieber Schlangenlinien. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin da. Rüstung wechseln. Und... Puh. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Wer bist du denn? Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Nichts zu sagen? Oh, aber es gibt etwas. Danke für das Gold, du Held. Wie sieht's in der Burg aus? Ein paar Jungs trainieren, aber im Prinzip warten wir alle nur drauf, dass irgendwas passiert. Diese Ungewissheit macht mürbe. Das ist die Taktik dieser verdammten Orks. Sie warten so lange ab, bis wir mit den Nerven am Ende sind. Ich muss schnell was gucken. Lehrer. Talbin. Okay. So, wen haben wir hier oben? Ein Waffenknecht. Ich glaube, die heißen ja alle nur Waffenknecht und es gibt hier auch nichts. So, es gibt hier doch was. Nehmen wir doch einfach mal alles mit. Zu weit entfernt. Oh.
ist nicht mal annähernd verschlossen. Waffenknecht, Waffenknecht und hepp runter da. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Nord...